So, hallo meine Lieben. Ich habe ja gesagt, dass ich euch mal meine Living Dead Dolls zeige, wenn Interesse besteht. Ja, ein paar haben sich gemeldet, also ein paar haben Interesse dran und das freut mich natürlich. Und ja, dann will ich euch natürlich meine Püppchen mal zeigen. Ich fange an mit der ersten Serie. Beziehungsweise mit der ersten und mit der zweiten Serie, weil ich habe von einer Serie nicht immer alle Puppen. Also in der ja, normalen Serie sind das meist immer, glaube ich, fünf Puppen. Also eine Serie besteht aus fünf Puppen von den normalen. Es gibt auch noch Varianten davon, die, ja, das heißt dann auch wieder alles ein bisschen anders. Und ja, wie gesagt, jetzt fange ich mit den normalen Serien an. Ja, und das hier ist die Sadie. Ich werde mal hier den Deckel abmachen. So, hier haben wir einmal Sadie. Ich glaube, es ist die erste, die jemals gemacht wurde von den Living Dead Dolls. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ganz so gut kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Ich sammle die zwar, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Fanatiker, ne? Ja, ich werde das wieder so machen, dass ich euch die Texte einfach zeige und ihr euch das selber durchlesen könnt, weil, ja, ich kann zwar ein bisschen Englisch, aber nicht ganz so gut. Also, ne, die Texte sind halt immer auf Englisch und ja, ich verstehe nicht alles so gut davon und ja, das Vorlesen möchte ich euch jetzt nicht unbedingt antun. So, fangen wir mit Sadie an. Das ist die Gute. Mit ihren wunderschönen, langen, schwarzen Haaren. Die ja auch, ja, auch relativ dick sind. Es ist immer ganz gut, wenn die Haare ein bisschen dicker sind. Dann sieht man nämlich hier oben ja, die Kopfhaut nicht so, ne? Weil manche Puppen haben echt ja, zu dünnes Haar. Sieht dann nicht ganz so schön aus. Ja, ich meine, es ist die erste Puppe, die gemacht wurde. Ich habe auch nur diese hier aus der ersten Serie. Da, ja, da gibt es noch vier andere. Ja, die habe ich aber nicht. Also, ja, man kann halt nicht alle kaufen. Das ist ein bisschen schwierig. Und ja, sie gefällt mir halt am besten. Falls es euch interessiert, ja, was die anderen sind aus der ersten Serie, dann gebt einfach mal bei Google Living Dead Dolls Series 1 ein, dann seht ihr das. Ja, das ist Sadie. Die hat zwei so lustige verschiedene Augen hier. Finde ich richtig cool. Ja, schwarze Lippen. Ich glaube, das ist pink hier. Dieses Make-up. Ich glaube, es ist pink. Oder rot? Nee, ich glaube, es ist pink. Ja. Hat sie so ein schönes Kleid an. Ist auch ziemlich dick. Dann hat sie hier ein Messer dabei. Hallo. Ja. Haben die eigentlich Unterhosen an? Nee. Hatte ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ja, die kann man dann halt hier so bewegen. Ne? So. Ja, das Messer, das steckt hier in so einem Loch drin in der Hand. Sieht ein bisschen, naja, komisch aus, aber gut. Die Beine kann man ein bisschen hier so. Okay, das sieht sehr interessant aus. Oh mein Gott, Sadie. So. Ja, süße Schuhchen haben aber die meisten an, diese Schuhe hier. Jo. Kann man mal sehen, wie lang die Haare sind. Ich mag das, wenn die Puppen so langes Haar haben. Das ist sehr schön. Ja, das ist Sadie. Und sie kommt noch mit einem Köfferchen. In einer Sackform. Sieht ziemlich lustig aus. Kann man den eigentlich aufmachen?
Jo. Jo, ist aber halt nichts drin, ne? Auf jeden Fall ihr Koffer. Oh. Und sie hat auch noch so einen Blumenstrauß dabei. Hier ist wieder so ein Pin, das kann man dann in die Hand reindrücken. Aber ich werde das Messer lassen. Jo. So, hier ist einmal der erste Text. Jede Puppe hat ja mal so ihre Geschichte. Das könnt ihr auf Pause drücken, wenn ihr euch das mal durchlesen wollt. Hier ist das Todeszertifikat. Ich das hier aufkriege. Ja. Das sieht dann so aus. Da könnt ihr euch auch, wenn ihr wollt, den Text durchlesen. Das sind hier übrigens die Macher, Damien und Ed Long. So. Eigentlich muss ich das ja gar nicht so lange in die Kamera halten. Ihr könnt ja dann auf Stopp drücken. So. Die Särge. Ja, der sieht jetzt nicht mehr so schön aus. Ich habe die meisten gebraucht gekauft. So, die Särge haben ja hier so einen Deckel, ne? Von innen sieht der dann so aus. Finde ich sehr cool gemacht auf jeden Fall. Ja, man sieht, er ist schon ziemlich, ja, ziemlich im Eimer. Aber naja, das Risiko muss man halt eingehen, wenn man alle haben möchte. Obwohl ich möchte eigentlich nicht alle haben. So viel Platz habe ich auch gar nicht. Es gibt so viele davon. Wie gesagt, noch verschiedene Varianten und ganz schlimm. So, das war die Puppe aus der ersten Serie, die ich habe. Kommen wir jetzt zu der zweiten Serie. So. Das ist Lizzie Borden. Einige von euch werden das wahrscheinlich kennen, die Geschichte mit Lizzie Borden. So, das ist die gute. Ist immer so schade, dass es nicht so ganz aufs Bild passt. Müsste ich die mal so halten. Ja, das ist Lizzie Borden. Ich finde ihre Augen total cool. Hier so ein, ja, so ein Dutt, ne? So nennt man das, glaube ich, so ein Dutt. Ja, so braunes, rötliches Haar. Das Kleid ist auch total hübsch. Und noch mit so Spitze dran. Okay, das ist dran genäht, das Jäckchen hier. Genau, ja. So puffige Ärmel. Hier hat sie sogar noch ein bisschen Stoff am Ärmel. Richtig cool. Ja, hier kann man das halt, könnte man das aufmachen, wenn man Lust hat, aber naja, warum? Warum sollte man das tun? Der Pony hier, der ist sehr interessant. Ja. Einen ganz dunkelroten Lippenstift. Hat sie drauf. Also die Lippen sind halt dunkelrot und dann nochmal so fein schwarz umrandet. Finde ich auch ziemlich cool. Ja. Und die Dame trägt Stiefel, die irgendwie sehr klobig aussehen. Schaut mal. Sehr klobig. Aber schick. Naja. Ja, das ist die gute Lizzie. Die kommt. Bleibt bitte stehen. Die kommt hier mit so einer mit so einer Axt. Richtig cool. Kann man die eigentlich mal kurz hier. Ah, da muss man manchmal ein bisschen. Kämpfen. Ah, sie hat's. Hey.
Ja, ist jetzt falsch herum, aber ist ja egal. Ich wollte euch das nur mal vorführen. Ja, ziemlich lustig irgendwie. So, das ist die Axt. Könnt ihr euch wieder den Text anschauen. Ich finde das auch mal so schön gemacht, so mit diesem Detail, wo die dann nochmal hier so drauf sind. Richtig toll. Der Sarg. Oh, das ist wieder von innen, dieses Bild. Ja, der sieht ein bisschen schöner aus. Ist noch relativ neu. So. Dann haben wir das hier. Wie gesagt, ne, macht auf Stopp, wenn ihr in Ruhe lesen wollt. So, das räume ich später richtig auf. Das war die Lisi. Okay. Kommen wir nun zu noch einer interessanten Dame. Zwar Debord So, hier haben wir Debord Oh, da ist schon hier. Was ist das denn hier? Oh, das Gummi ist irgendwie kaputt gegangen. Es fühlt sich gar nicht mehr an, richtig wie Gummi. Oh, das ist gruselig. Okay. Das ist Deadpool N. Ja, finde ich auch eine richtig coole Puppe. Hier kann man sehen, dass sie hier so die Seite hier auf hat. Richtig cooles Detail, wie ich finde. Ja, der geht es nicht mehr so gut. Aber ich finde, das sieht richtig, richtig cool aus. So, haben wir ihr hübsches Kleidchen. Es fühlt sich auch sehr interessant an. Ist auch mit Spitze versehen, mit Röschen hier. Ihr Band. Sie hat auch einen Blumenstrauß, der ein bisschen blutig ist. Und hui, dunkle Fingernägel. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera kennt. Wenn ich da jetzt so drauf gucke, sieht das lila aus. Lilane Fingernägel. Jo. Hier unten haben wir auch Spitze dran. Sehr hübsch. Dann hat sie hier diese. Einen Schuhe, die Sadie anhat, mit einer anderen Farbe. Ja. Und ihre Krone darf natürlich nicht fehlen. Oh, die Haare sind auch sehr witzig, hier so ein Stufenschnitt. Ja. Haben wir hier den Text. Hat sie noch was bei? Nö. Reicht ja auch, ne? Der Blumenstrauß. Ich hoffe, ein paar von euch können gut Englisch. Ich kann es nicht ganz so gut. Weiß immer so ungefähr, um was es geht und so, aber manche Wörter verstehe ich dann nicht so gut von. Es ist ja auch so, ja, so gedichtmäßig teilweise so geschrieben und das verstehe ich dann irgendwie nicht so gut immer. Ich habe
da auch damals viel gegoogelt und so, aber das habe ich natürlich alles überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich stelle die mir übrigens halt immer so hin ins Wohnzimmer. So, kommen wir nun zur letzten Puppe von der zweiten Serie. Das haben wir es jetzt mit einem Herrn zu tun. So, das ist Lucifer. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So, ist das nicht der Junge, der seine Seele an den Teufel verkauft hat? Ich weiß es gar nicht genau. Der ist richtig cool. Wo fangen wir denn da an? Am besten oben. Sieht hier diese lustigen Hörner. Die sind ganz hart im Kopf drin, ne? Kann man sehen, hier haben sie so ein bisschen hier die Koteletten gemalt. Ja, seine Haare sind, ja, die sind okay. Hat auch einen lustigen Haarschnitt. Die Seite ist ein bisschen länger, was ein bisschen komisch ist, aber naja, ist ja nicht so schlimm, ne? Hat auch sehr interessante gemalte Augen. Eine schicke Jacke. Drunter so ein ärmelloses Hemd. Da sind keine Ärmel dran, so eine Krawatte. Ja. So. Er trägt einen Ring. Das ist so cool. Es fühlt sich alles so ein bisschen samtig an, aber sehr hart. Also ja, ich kann das schlecht erklären. Da haben wir hier sein Teufelsschwänzchen hier. Kann man, glaube ich, auch ein bisschen, ja, so ein bisschen biegen, ja. Mache ich aber ungern. Ach, guck mal, dann fliegt schon bald der Schuh ja ab. Ja, manche haben auch Socken an. Ich habe seinen Schuh. Komm hier, Aschenputtel. So. Ja. Ein hübscher Bursche. Der kommt hier zum lustigen Stock, der ziemlich schief ist. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Zum coolen Totenkopf dran. Naja. Okay. Bild finde ich auch so cool. Ich mag diese Zeichnungen. Das ist aber, glaube ich, nur bei der ersten und zweiten Serie so. Hier ist, glaube ich, der Vertrag. Irgendwie lustig, ich weiß auch nicht. Sieht auch cool aus hier mit der schwarzen Umrandung. Jetzt wäre das so ein bisschen, ne, angefackelt. Das wird lustig, gleich wieder die Bänder dran zu machen. So, und hier haben wir nochmal das normale Todeszertifikat. So. Bitte schön, wer lesen möchte. Ja, das waren meine Puppen jetzt von Serie 2. Nein, das mache ich später. Ja.
Ich hoffe, das gefällt euch so ein bisschen. Ich finde das vielleicht ein bisschen interessant. Ein paar hatten ja Interesse daran, dass ich da mal meine Püppchen zeige. Und ja, das war noch nicht alles. Da kommt noch einiges. Könnt ihr euch schon mal freuen. Ich weiß gar nicht, wo ich diese alle jetzt her habe. Also ich glaube, die meisten sind wirklich von eBay. Und von Hadesflamme. Also ne, www.hadesflamme.de kann ich euch auch mal verlinken, den Shop. Die kriegen ja auch immer mal neue Living Dead Dolls rein. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon Serie. Oh, Serie 34 oder so. Kann ich gerade gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall gibt es schon echt viele Dolls. Also halt irgendwas mit 30, ich weiß nicht, 34, 35. Serie gibt es schon. Da sind ja halt doch immer 5 Stück drin. Und dann gibt es von manchen noch andere Varianten. Dann gibt es die Living Dead Dolls Resurrections. Die sind auch noch mal praktisch so eine dritte Variante. Und bei denen, bei den Resurrections, sieht das so aus, als hätten die Glasaugen. Ich habe davon auch eine, nee, 2 Stück. Das zeige ich euch dann noch, wie das dann ausschaut, was dann da der Unterschied ist. Ja, dann gibt es davon noch so kleine Mini-Püppchen und auch ganz kleine Figürchen. Ja, so eine Mystery-Box. Kann man alles bei eBay meist bekommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, für das Interesse. Ja, mal schauen, wann ich das nächste Video machen werde. Ich musste auch immer so ein bisschen Motivation haben, weil ich muss die dann echt rauskramen, weil manche Puppen ein bisschen momentan ungünstig stehen. Aber gut, ich versuche es so schnell wie möglich halt zu machen und ja, und freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. So, ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Video. Bye, bye.